Moin Moin und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum inzwischen 7. UKK. Wir haben im 7. UKK 5 Kommentare, wobei über die Hälfte von Steffi ist, also ein Steffi-Special halbwegs auf 60%. Ah, ich hab's rausgefunden. Ich kann rechnen. Natürlich kann ich rechnen. 1 plus 1 ist 11, ganz klar. Ja, jetzt kommt das Intro und dann UKK-Time. So, der erste Kommentar natürlich von Steffi und da muss ich jetzt mal auf mein super tolles Samsung Galaxy S3 Mini, der Klassiker unter den kleinen Handys. Früher wurden die Handys immer kleiner und jetzt werden sie wieder größer. Siehe S8. So, Steffi, dann lese ich mal dieses halbe Buch vor. Damit dieser Kommentar nicht auch seitenlang wird, fasse ich mich jetzt kurz, der Herr. Ich glaube, da habe ich einen Nerv getroffen. Sie ist, glaube ich, ein bisschen beleidigt. Entschuldigung. Bildschirmschoner. Erstmal aus Langeweile schaue ich mir die alten UKK und Vlogs an. Good job. Dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen, zu denen ich was sagen wollte. Oh. Nicht gut. Eigentlich sind die beiden Sachen aus dem UKK 3... Da hatte ich noch Haare auf dem Kopf. So traumhafte Arbeitszeiten habe ich gar nicht. Von Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr. So toll ist das nicht. Ja, ich fange eine Stunde früher an und höre eine Stunde früher auf. Gerecht. Und dazu will ich noch sagen, hi, ich mag dich und deine Art finde ich toll. Ich werde geliebt. Gemocht. Wir wollen mal nicht so weit vorpreschen. Wenn du nicht genau weißt, warum ich das so schreibe, ja. Guck dir das dritte UKK bzw. Antwort auf meinen Kommentar an. Ich hab's mir angeguckt, aber ich wurde nicht schlau raus, also schreib's mir mal bitte nochmal in die Kommentare oder als PN oder Bildschirmschoner oder Bildschirmschoner, genau das. Wie stellt man den eigentlich aus? Ich habe keine Ahnung von Handys. Hätte ich ein iPhone, ich glaube, ich würde sterben. Ich würde sterben. Irgendwie. In deinen Videos ist mir etwas ganz stark auf... Oh, oh. Jetzt gibt's Measure. Du wächst den Grammar-Nazi in mir. Zu meinem Bekanntenkreis zählen sehr viele Studenten. Ich bin mit diesem Ausdruck sehr durchbewuscht. Und ja, der Spruch von mir war auch schon wieder scheiße. Verwechslung von als, wie und das Wort einzigste machen mich ganz leicht aggressiv. Als, wie, einzigste. Ich muss aufpassen, sonst wird sie gleich zum Super Saiyajin. Nur so als Randbemerkung, du hättest sehr doof dagestanden in deinem Themen-Vlog, wenn ich das nicht geguckt und kommentiert hätte. Es haben inzwischen schon relativ mehr kommentiert, ne? Also ich stehe nicht ganz doof da, weil ich stehe nie doof da. Naja, ab und zu stehe ich ein bisschen doof in der Gegend rum, aber naja. Auch wenn ich mich immer freue wie ein kleines Kind, wenn du mich einfach so in deinem Video erwähnst. Steffi! Ich habe dich erwähnt. Aha. Welchen Schoner? Kurz noch zu dem Video. Oh oh. Vor ein paar Wochen hatte ich das S3 Mini auch noch. Ja, S3 Mini an die Macht. Das war wenigstens ein Handy. Das hat in die Hosentasche gepasst. Und nicht jetzt, wo die wieder so platt gemachte Telefonzellen. Ich glaube, ich werde da übel Stress noch mit Samsung kriegen, wenn ich sowas sage. Ist mir auf dem Badezimmerboden gefallen. Ich konnte es nichts mehr erkennen. Jetzt habe ich ein neues. Neidisch. Ich bin neidisch. Wenn ich mal auf den Badezimmerboden schmeiße, dann gucke ich doof, weil dann muss ich mir ein neues kaufen und kostet alles Geld. So, jetzt müssen wir so schnell wie möglich sehen, denn ich will den Keks und das Konfetti.
Ich kaufe bestimmt keinen Keks auf Vorrat, weil dann ist der alt schon gammelig. Oder ich habe ihn selbst gegessen. Da fällt mir ein, ich habe noch Kekse. Ich esse gleich Kekse. Ich kann jetzt schon den Kommentar hervorahnen, so, du Arsch, du isst einen Keks und ich krieg keinen. Sowas in der Art wird unten drunter stehen. Das Trotzverhalten von dir bei Masai kenne ich auch. Ja, was ich ja letztens sagte, von wegen, die Leute, die es toll finden, sagen es nicht. Aber das ist typisch Kerl irgendwie, also. Manche stehen dazu, manche nicht. Ja, wenn man es nicht soll, dann macht man es erst recht. Das ist eigentlich so das Verhalten, das ich hatte, wo ich noch keine 18 war. Ich will in die 18er-Ecke in die Videothek. Dann durfte ich rein und habe gedacht, was für ein Schwachsinn. Ich habe nur nach Horrorfilmen geguckt. Nicht nach den anderen Filmen. Nach den Fleischbeschau-Filmen. Hab ich nicht nach... Goddammit! Bin schon schon. So, Kommentar Nummer 2. Auch von Steffi. Klingt das bescheuert, wenn ich sage, dass ich mich bei solchen Videos super entspannen kann? Was glaubst du, wie entspannt die Aufnahme ist? Ganz relaxed. Ach nee, Moment. Das heißt ja Chillax. Man muss ja mit der Jugend gehen. Ich bin zu alt für den. Sind das Ohren? Da hole ich mir den Finger. Muss ich auf den Tisch hauen. Außerdem finde ich toll, wenn du dich erschreckst. Ja, ich finde das auch immer sehr toll. Vor allem meine Pumpe, die geht dann so brrrrt. Finde ich immer ganz toll. So, der dritte Kommentar. Triple Steffi. Am Anfang des Videos, ich habe seit Montag sehr schlechte Laune bis hin zur Heulsuse mutiert. Los, unterhalte mich. Soll ich jetzt hier irgendwie, ich weiß ja nicht, wie du das gemeint hast, also soll ich jetzt hier... Das habe ich wieder mal meine Lippen hier. Was erwartest du? Soll ich jetzt hier strippen oder? Das war ein Scherz, das mache ich nicht. Glaub mir, das wollt ihr nicht sehen, das will ja nicht mehr ich sehen. Ich schweife ab. Los, unterhalte mich am Ende. Ja, doch, gut unterhalten worden. Ich hoffe, dieses Video kann dich auch gut unterhalten. Weil ich weiß gerade echt nicht mehr, was ich mache. So, dann kommen wir zu Kommentar Nummer 4. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben nur 5 Kommentare oder sowas. Oder waren es 6? Ne, 5 Kommentare, also der vorletzte schon. Ich habe diesmal nicht so viele mir rausgepickt. Ist ja auch egal. Es gibt immer ein nächstes Mal. Von Psitas. Dragon Soldier vs. Bret Hart scheint wie ein Vergleich von den guten Kämpfen von Cena vs. Orton. Ja, Wrestling-Fäden gibt es viele sehr, sehr gute, wie zum Beispiel ganz alt Bret Hart gegen Shawn Michaels war sehr, sehr toll. Orton gegen Cena natürlich Meilenstein, genau wie The Rock gegen Stone Cold Steve Austin. Was gab es denn noch für tolle Fäden? Hogan gegen Sting in der WCW war auch recht gut und mein Auge juckt. Es gab schon super Fäden, die kann ich jetzt gar nicht so aus dem Stegreif alle aufzählen, aber es waren sehr, sehr gute Fäden. Macho Man gegen Ricky Steamboat. Auch sehr gute Fäden. Für damalige Verhältnisse eine sehr, sehr gute Fäden. Kommen wir zum letzten Kommentar. So, Nummer 5. Von Mario Engel. So, damit Steffi nicht alleine hier in den Kommentaren ist und ich auch mal wieder was kommentieren wollte. Nice. Hatte ursprünglich ein paar Fragen im Kopf, hab sie aber vergessen. Naja, halb so schlimm. Alles kein Problem. Was ich komisch finde, ist, dass du ein bisschen mehr als 2000 Abonnenten hast. Ein bisschen? Ich hab fast die 2500 Abonnenten oder vielleicht habe ich sie schon geklappt und hab sie mitgekriegt. Das ist ein bisschen, das ist die Hälfte zu 3000. Die Hälfte. Aber nur so 10 bis 200 Klicks pro Video hast. Ja, 200 ginge für mich vollkommen in Ordnung, wenn ich das mal erreichen würde. 10 Klicks. Ja, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich eine recht große Community, wenn die Herrschaften mal schreiben und gucken würden. Also ich weiß nicht, ob da nur Sub for Subba drunter sind. Also das eine Nachricht an alle Sub for Subba. Raus! Weil Sub for Sub mache ich nicht. Sehe ich gar nicht ein. Nö. Bitte schon an.
Der hat noch was drunter geschrieben. Ich finde... Oh Gott, kleiner Text. Ich finde es gut, dass du so bist, wie du bist und dich nicht verstellst. Marvel, ja, warum soll ich mich auch verstellen? Weil... Überleg mal, ihr seht mich dann mal wirklich, wie ich durch die... Klar, ich kann auch mal schlechte Laune haben. Hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat mal echt einen beschissenen Tag, wo er wirklich so durch die Straßen geht. Hab ich auch, aber meistens bleibe ich dann zu Hause, weil ich das den Leuten ersparen will. Ich gehe gerade die Ordner wieder zurück, so Handy aus. Weglegen. Ja, natürlich kann man auch mal schlechte Laune haben. Natürlich, ich lasse es nicht an denjenigen dann aus, den ich dann sehe, außer ich habe auf denjenigen Hals, dann kriegt der es aber knüppeldick. Habe ich hier gerade irgendeinen Knüppel, den ich zeigen kann? Nee. Ist ja auch wurscht. Ja, ganz ehrlich, warum soll ich mich dann auch verstellen? Ich mag Monster High, ich mag MLP. So bin ich halt. Also so wurde ich auch erzogen. So deal with it auf gut Deutsch. Wer damit nicht klarkommt, soll einfach gehen. Oder mich in Ruhe lassen. Weil ich kenne auch genügend Leute, die sagen, was, du stellst auch mal ein Eier, bist du für ein Mädchen? Dann sage ich, ja, aber ich bin ein Mädchen mit Eiern. Ich kann dann akkurat einfach sagen, ja, ich stehe dazu. Du auch? Nö. Hm. Na egal, bevor ich jetzt hier noch stundenlang lamentiere über dieses Thema. Ach ja, und noch Gruß nach Gladbach. So ganz am Ende vielleicht noch. An den Herrn, der hoffentlich jetzt gerade wieder aus dem Bett gefallen ist. Nicht, weil er so lange schläft, sondern weil er ein wenig krank war in letzter Zeit. Gute Besserungswünsche habe ich ihm schon per Telefon ausgerichtet. Ja, wie gesagt, Grüße nach Gladbach. Und nur um ihn zu ärgern. Ne? Papa. Derjenige weiß Bescheid. Willkommen, Mr. Bond. Ich mag meine Plüschis. So. Tja, das war das UKK 7. Mal gucken, wann das UKK 8 kommt. Natürlich alles, was ihr hier unten in diese Kommentare, nicht Daumen runter, um Gottes Willen, Daumen hoch, aber ne, was ihr unten in die Kommentare, wird auf jeden Fall im UKK 8 definitiv von mir kommentiert. Ich werde auf jeden Fall was dazu sagen. Ist mir Schnurzpiepe, was da für ein Kommentar drin steht. Er wird kommentiert. Bitte um Entschuldigung. Ja, und als nächstes werde ich jetzt aufnehmen. Das wird auch für euch als nächstes freigeschaltet. Oder ihr seht es gleich im Anschluss, nämlich das erste Faktenvideo, wo ich ja Sachen aus einem Freundschaftsbuch mit Diddle. Das hat einen Nostalgiewert. Verurteilt mich nicht. Ja, jedenfalls, ja, das war's erstmal. Bis dahin, auf Wiedergeschaut.